Grüezi miteinander, da ist Spots Musik heute von der grössten Alp der Schweiz. Wir sind auf 1370 Meter im Urner Boden oben. Und hier bist du wegen das allergrösste Wunschkonzert, nämlich das legendäre Elbler Wunschkonzert. Von hier aus zeige ich Ihnen die schönsten Momente und seid ihr jetzt bequem von daheim aus geniessen. Wir gehen jetzt aber hier ins Gewühl im grossen Festzelt. Am Klausenpass zwischen Altdorf und Glarus liegt der Urner Boden. Seit über 30 Jahren organisiert hier oben die SRF Musikwelle für alle Elblerinnen und Elbler ein Wunschkonzert. Für die und für einen Haufen Volksmusikfans hat der Anlass mittlerweile den Status von einer Viertig. Da wird gemusiget, werden Grußbotschaften über den Räder gesendet und da präsentiert sich das Elblervolk in bester Laune und im schönsten Gewand. Und genau hier oben, auf dem Urner Boden, hat die Mutter vom Musikant Kurt Albert vor Jahren eine Melodie gepfiffen, die heute jeder kennt. Nämlich die vom berühmten Urner Boden Kaffee. Bei uns geht es jetzt aber los mit den Ruhespübeln. Vollgas geben im Zelt in der Urner Boden haben die Ruhespüble-Formation, die wir immer wieder geniessen. Simon, Roger und Cyril, 6 Stunden lang Vollgas hier im Zelt in der Westen gewesen, Simon. Ja, mega schön. Also, wir haben es wirklich recht genossen. Und auch wirklich mit dem Publikum war es der Hammer. Und wir hätten es uns nicht besser vorstellen können. Cyril, was findest du cool an diesem Elbler Wunschkonzert? Ja, einfach allgemein die Stimmung hier. Eben, es hat irgendetwas an sich, das irgendwie nicht überall hast, es ist so gemütlich, es wird irgendwie nicht, ja,
jeder ist etwa gleich drauf, jeder ist auf Stimmung raus und darum das für uns das Schönste gewesen, hier zu spielen. Ja, und Roger, wie ist es für dich als Vater, der mit den beiden Söhnen Musik machen? Jetzt hat es ja ganz viele junge Leute, junge Frauen, junge Männer, die hier in Urnabadua gehen. Hast du deine beiden Buben alle im Blick? Im Blick, schon mal nicht im Griff. Nein, du kennst uns auch ein bisschen, oder? Und, nein, ist alles gut. Da habe ich keine Angst. Effektiv nicht. Du hast natürlich früher noch schon Ländlermusik gemacht, jetzt mit der Familie unterwegs. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit den beiden Söhnen in so einer grossen, legendären Art das Fest reissen? Es ist auch für mich als Vater eher, dass ich mit ihnen gehen darf, weil am Anfang, als ich jung war, musste ich immer ein Auto fahren. Gell? Und ich war auch der Fahrer gewesen. Und jetzt nehmen sie mich gleich noch mit. Obwohl sie besseren Pass kriegen könnten. Aber nein, ich habe aussinnig Freude. Wirklich. Wenn es manchmal nicht so Ring ist, mehr von meinem Alter. Die Ausspüble sind in aller Munde. Jetzt haben wir auch einen super Auftritt gehabt. Wir sind mit der Schweizer Reise im ganzen Land mit Stimmung unterwegs gewesen. Und jetzt haben wir gerade auch noch eine CD getauft. Wie war das? Ja, sehr schön. Wir haben viele CDs bis jetzt schon verkaufen. Es ist für uns auch nicht selbstverständlich. Und vor allem, dass wir eine Halle so füllen. Es war wunderschön, vor allem mit den lieben Leuten, die wir dort hatten. Es hat einfach gepasst. Ich wünsche euch jetzt noch ganz einen schönen Abend. Dort noch ein bisschen Wildtag geniessen, auch noch ein bisschen. Und wir machen weiter mit dem Schweizer Jagdli-Quartett. Nur heute. Wir haben vom Urnabaden Kaffee geschwätzt am Anfang und der Komponist schaut da hinten. Kurt Albert, grüezi wohl. Salü. Der Urnabaden Kaffee, der grosse Ländlerhit aus seiner Feder, jetzt ein Elbler-Wunschkonzert auf dem Urnabaden. Bist du da Stammgast? Fast. Ich bin immer jedes Mal. Wie viele so Urnabaden Kaffees in flüssiger Form gibt es an so einem Abend? Das kommt darauf an. Wenn der mehr stimmig ist und wenn es kalt ist, braucht es mehr Kaffee. Du, wie geht es dir, wenn man so einen grossen Hit geschrieben hat und mit dem unterwegs war? Wird man da bis heute immer noch viel darauf angesprochen? Ja, sehr viel. Sehr viel. Ich bin stolz, dass es so ist. Und du kommst überall hin und zu einem Boden Kaffee kennen sie es auch. Der Komponist kennt es nicht immer. Jetzt hast du da noch Besuch mitgenommen. Hello, what's your name? My name is Tomoya Nagasawa. Tomoya Nagasawa. And where are you from?
From Japan. Also sogar von Japan, extra in Onabada. Why are you here? What are you doing here? I'm a big fan of Echo von Teddy. So I wanted to meet Kurt Albert. Also er ist ein großer Fan vom Echo von Teddy und hat jetzt auch den Kurt Albert getroffen. Ich wünsche euch einen guten. Danke. Was hat euch in Onabada gebracht? Ja, Musik. Und das gemütliche Zusammenhocken. Na gut, die Stimmung ist. Wie haben das so mit Tanzen? Schon gesehen. Schon die Knie durch, fast. Die Ambiance, die ist super. Ja, ist super geil. Wenn man das so darf sagen. Mal gute Stimmung, gute Leute, tipptopp. Ja, gesehen aus wie ein Elfen. Ja, das ist so. Und das bin ich auch. Was ist für euch das Schöne und vielleicht auch Spezielle an dem Anlass? Ja, es ist einfach eine spezielle Ambiance daher. Und man trifft natürlich immer Leute wieder von der ganzen Schweiz, wo man sonst ja schon jahreweise nicht mehr gesehen hat. Ich habe gehört, der Urnabaden, der Elbler Wunschkonzert, sei auch ein bisschen Single bei uns. Jetzt sitzen da vier junge Männer am Tisch, sind in dem Fall noch auf der Suche. Ist gut. Du bist bei dir. Ich bin bei dir, ja. Man schaut euch. Excuse me. Hast du gesehen, dass mit dir reden kann? Es wird gemunkelt, dass der Urnabad und der Elblerwunschkonzert der rechte Partner bei uns ist. Könnt ihr das bestätigen? Ja, kann ich so bestätigen, ja. Und heute Abend auch schon erfolgreich gewesen? Noch nicht ganz, aber wir sind noch dran. Also viel Erfolg, macht's gut. Okay. Tschüss zusammen. Was ist denn bei euch der Grund, dass ihr hier oben im Urnabaden jassen? Ja, weil es ein lustiger Abend ist und gemütlich und zwischendurch ein bisschen jassen in die Stimmung, oder? Schauen mit dem Hirn jassen und mit den Ohren schöne Musik hören. Dann geniessen die Kombination. Danke vielmals. Jetzt geht bei mir der Kilian Rast vom Ländler Trio Tanzartig. Ihr habt heute auch noch Einsatz, da trifft sich gut, dass du da bist. Und wir haben uns vor 8 Jahren auch schon im Urnabaden oben getroffen. Was ist für dich speziell an dem Elbler Wunschkonzert? Ja, es ist immer eine super Stimmung hier oben. Wir tanzen, die Bühne immer voll, das ist natürlich genial für eine Musik. Bödelt und keibet und ja, wie es richtig bodenständig, das ist immer sehr schön hier oben. Es geht ja dann schon hoch zu und her hier im Zelt. Hört man sich selber noch, da ist es manchmal auch ein bisschen Ablenkung, wenn er so tanzen wird und so ein Lärm ist auch. Ja, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Die Stimmung ist einfach so gut, dann ja, da spielt das eigentlich gar keine Rolle. Es ist einfach ein sehr gutes Fest und dann ist die Stimmung bei ihm selber gut, wenn man Musik hat und dann ist man auch zufrieden. Ja. Und du bist ja genau am richtigen Ort, du bist nämlich selber Elbler. Wie hast du es jetzt eingerichtet, dass du heute kannst da sein? Ja, die Frau ist hier hinten mit den Kindern und macht Sachen und der Vater hilft noch ein bisschen und dann, ja, ein Gruß an die Alpen, ja, die Sachen machen und ja, super, dass ich heute da sehe heute. Ja. Jetzt darfst du quasi für dich selber und deine Leute, die dir jetzt die Alpen schauen, ein Musikstückchen wünschen. Du hast eine eigene Komposition mit Tanzartig mitgebracht. Was habt ihr parat? Ja, ich habe ein Stückchen komponiert, das heisst Elblerfieber. Das ist ein so entstanden. Jeder, der selber zur Alp geht, der weiss, dass im Frühling, bevor es zur Alp geht, dann ja, da hat man ein Fieber in einem innen und dann will man zur Alp. Und ja, und das ist auch gegen Herbst so, dann geht man auch wieder gerne heim und das wird die Art auch wieder spiegeln mit dem Stückchen. Ja. We'll be right back.
Ländler-Trio tanzartig hat für uns gespielt. Und jetzt gehen wir ins Herz von der Radio-Live-Übertragung, die die SRF Musikwelle einmal macht. In diesem Fahrzeug wird live in die Schweiz ausgesendet Bernie Siegmann, Christine Gertschen von der SRF Musikwelle. Eine Institution, der Elbler-Wunsch-Konzert. Die SRF Musikwelle übertragt live. Was ist das für ein Anlass? Wieso machen die das schon so lange? Das ist eine riesige Tradition, die gegründet worden ist von SRF, früher DRS. Und es ist das Jahr das 29. auf dem Urnenboden. Und wir hoffen sehr, es gibt eine 30. Ausgabe das nächste Jahr zum Jubiläum. Christine, du bist schon rund 10-mal als Moderatorin im Einsatz gestanden, im grossen Zelt, wo auch ein rechter Geräuschpegel herrscht. Was ist das für ein Erlebnis, hier oben zu moderieren? Also moderieren kann man dem fast nicht sagen. Es ist mehr ein Geschrei. Aber es ist eine Herausforderung für jeden Moderator, jede Moderatorin. Und gleich ist es ein riesen Fest. Wir sagen immer, es ist ein bisschen eine Hassliebe. Aber die Liebe überwiegt. Du hast ein bisschen Respekt vor dem, weil das Zelt wirklich so voll und solid ist. Aber du merkst auch, dass die Leute so viel Freude haben und das springt da über. Da geht alles über. Das ist schön. Und Bernie, du bist mittlerweile auch als Moderator hier oben im Einsatz, das dritte Mal dieses Jahr. Was sind da für Leute, die hier kommen, Musikwünsche abgeben? Querfeld 1. Es sind genau die gleichen Jungen, die da auch im Zelt sitzen. Und es ist ja unglaublich, also dass der Altersdurchschnitt dürfte unter 30 sein von all denen, die da oben sind. Und wir freuen uns extrem, dass nach diesem 3 Jahren Unterbruch jetzt, dass dem ganzen Urner Boden kein Abbruch da hat. Es sind alle wieder da und ganz viele bekannte Gesichter sind auch wieder da, die hierher gehören, die original sind. Also wir freuen uns extrem. Es wird ja manchmal gemunkelt, dass der Urner Boden das Elbler-Wunschkonzert auch ein bisschen Partnerbörse ist. Habt ihr da, die offiziell am Arbeiten sind, schon etwas mitbekommen davon? Offiziell nicht. Und inoffiziell? Inoffiziell schon. Also es geht schon die Post in die Richtung euch ab. Also es sind ganz viele junge Männer und junge Frauen, die auf den Urner Boden kommen. Und ich weiss, dass man sich da euch gefunden hat. Ich weiss euch, dass man euch schon Mami nicht gemacht hat auf dem Urner Boden. Leider hat man noch gar nicht gefragt für Getty oder Gotta, gell? Nicht einmal das. Dann wäre ja dann für das 30. Mal für das Jubiläum eine Gelegenheit, einen Urner Boden-Kindli zu taufen. Sagen Sie mal, haben Sie auch das Gefühl, es hat sich ein bisschen verändert? All diese Musikwünsche, sind da andere wie vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Volksmusik ist dermaßen verankert und fester Bestandteil hier auf dem Urner Boden. Das ist eigentlich gleich. Vielleicht sind einfach die Formationen sind anders und es sind andere Gruppen da. Aber die Begeisterung für die Volksmusik, die ist hier auf dem Urner Boden riesig. Jetzt hören Sie einmal Wünsche. Bernie, was hören wir? Wir hören die Vreneschilbi auf dem Urnenboden, gespielt von der Kapelle Ilgauer Gruß, eine legendäre Aufnahme, 44 Jahre alt. Bernie, Christine, danke vielmals und ein schönes Elbler-Wunschkonzert. Merci vielmals. Merci. Danke.
Schweizer Orgelquartett nur heute hat für uns gespielt und bei mir jetzt der Heinz Schmid. Er hat ganz einen speziellen Brauch mitgebracht hier auf der Donaubaden. Bist du in dem Fall auch Elbler, wenn du den Bettruf rufst? Ja. Ja. Seit 60 Jahren bin ich auf der Alp. Also als Kindheit her schon. Und weißt du für ein Gefühl, wenn man in der Alp oben steht, einen Tag streng gewerkt hat und dann am Abend den Bettruf in die Landschaft raus singen? Ja, das ist eigentlich ein Dankeschön. Dass am Tag aus alles richtig läuft und wegen dem macht man das eigentlich. Oder? Und es ist einfach ein alter Brauch, den man etwas weitergepflegt hat. Viel gibt es ja nicht mehr, aber das, man macht noch hin. Bei uns gibt es ein paar jetzt wieder frisch. Wie bist du dazu gekommen und wie hast du das gelernt? Ich war in der Schlacht oben, in Sörenberg. Ich habe jetzt die Lehre gemacht. Und nachher hat der Hedor hat immer jemanden gerufen wieder. Und das hat mich einfach gepackt. Und nachher habe ich daheim auch frisch, aber ich habe ihn für mich eigentlich selber gemacht. Er hat ihn gesagt und ich habe ihn jetzt eigentlich singen, deutsch gesagt. Oder? Das ist quasi dein individueller Bettruf. Ja, gerade vor ein paar Tagen haben wir einen Berggottesdienst im Appenzellerland spielen und tönt ja überall ein bisschen anders den Alp sagen. Ja, das soll auch. Das soll nicht auch noch das Gleiche sein. Oder? Das ist ja nicht so eigentlich. Und es ist auch nie der gleiche Bettruf, oder? Von Bord her schon nicht. Wie ist denn jetzt für dich am Elbler Wunschkonzert den Alp sagen rufen? Ja, das ist natürlich ein Erdensuch, darf ich rufen, oder? Das ist ganz klar. Aber das daheim ist natürlich immer noch das Schönste. Das gefällt mir immer noch am besten. Oder? Wenn das Pferd reichelt und so hast du den Bettruf rufen. Etwas Schönes gibt es nicht. Mittlerweile sind wir schon im August. Bis wann bist du noch zu Alp? Ja, bis Ende September, Anfang Oktober sind wir immer da oben. Ja. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt noch ganz einen schönen Alpsommer. Und danke vielmals, dass wir den Alpsegen hier in Paz Musik jetzt geniessen. Alapa, so Alapa, unsere Liebe, heilige Name, Lapa, Lapa, zu Lapa, unsere Liebe, Frauenname, Lapa, Gott und Maria, der heilige Sankt Anton oder Sankt Wendu, oder heilig Landesvater, Bruder Klaus, weih die Nacht auf der Alp. Ihre Liebe Herberg halten. Das ist das Wort, das weiss der liebe Gott wohl. Da auf dieser Alp steht ein goldener Thron. Drauf sitzt Maria mit ihrem allerherzliebsten Sohn. Und sie ist mit vielen Gnaden übergossen. Sie hat die hochallerheiligste Dreifaltigkeit unter ihrem Herzen verschlossen. Der eine ist Gott Vater, der zweite ist Gott der Sohn, der dritte ist Gott der liebe Heilige Geist. Sie will uns behüten und bewahren. Halleb und Zell. Aher und Gott, Ave, Ave, Ave Maria, Mutter, Herz allerliebste Mutter Maria, Jesus, ach Herr Jesus, ach allerherzliebste Herr Jesus Christ, Piep Gott Fee, lieb Seu, Ehr und Gut. Und alles, was auf der Alp ist und dazu gehört tut. So manche gute Engel sind auch dabei. Drum soll das Fee gesegnet sein. Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Gott Vater, Gott Sohn. Und Gott lieb Heilig Geist, Amen. Lapa, so Lapa, alle schreibt und tritt in Gottes Namen, Lapa. Ja. Winter hat geschirrt, oh, zu mir.
Der Jodelclub Flüelis Sörenberg hat für uns hier im Urnerbaden in der Kirche gesungen, einen Jodelwunsch erfüllt. Und wenn ich die Leute hier so anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein paar das Bett die Nacht nicht sehen. Wir bei Bootsmusik müssen aber viel Arbeit machen. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Wir geniessen es noch ein bisschen zum Wohl miteinander. Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl daheim. Und wir gehen gleich weiter festen. In zwei Wochen sind wir dann am Ländlerfest zu Appenzell. Ade miteinander. Einen schönen Abend. Prost. Hallo!